Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht's mal um eine Frage, die mir heute Morgen sehr oft gestellt wurde. Und zwar habe ich euch heute Morgen von dem neuen kostenlosen Skin erzählt, diesem Waffenskin, den man bekommt. Und da wurde ich sehr häufig gefragt, wann man den bekommt. Und zwar geht es um den Valentinstags-Waffenskin, den bekommt man ja, indem man einen Creator einträgt. Also geht zum Beispiel in den Shop und tragt dort Snoxy als Creator ein, einfach nur hier in dieses Feld eintragen und auf Annehmen klicken. Und alle, die das halt machen, von heute bis zum 23. Februar ist der Zeitraum, die bekommen diesen kostenlosen Waffenskin hier. Und da kam jetzt sehr, sehr häufig die Frage, wann man diesen denn bekommt, weil Leute das halt schon gemacht haben und den Skin trotzdem noch nicht bekommen haben. Deswegen hier die Info, der Skin, dieser Waffenskin wird freigeschaltet mit dem 7.4 Update. Und dieses Update sollte wahrscheinlich nächste Woche Dienstag oder Mittwoch kommen. Ich vermute mal, das wird wie regulär einfach ein normales Update kommen. Also ja, Anfang der nächsten Woche wahrscheinlich. Und mit diesem Update wird dann dieser Skin freigeschaltet. Ihr könnt ihn natürlich auch im Verlauf der nächsten Woche noch bekommen. Heißt also, ihr geht einfach halt in den Shop und tragt euren Lieblingscreator ein. Wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne dort Snoxy eintragen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb. Klickt einfach nur auf Annehmen und dann seht ihr schon oben rechts Unterstützer Creator Snoxy. Macht es unbedingt, bekommt halt diese kostenlose Waffenlackierung. Außerdem startet ihr heute das ganze Fortnite Valentinstags-Event. Heißt also, da bekommen wir neue Challenges für 3 Skins. Und zwar sind das Truck, Pulverschnee und Strampler. Für diese 3 Skins gibt es ja noch die neuen Versionen für die Leute, die den Battle Pass halt haben. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und wie gesagt, holt euch unbedingt die kostenlosen Waffenmarkierungen. Geht also kurz in den Fortnite-Shop und tragt dort gerne Snoxy als Creator ein. Und wie gesagt, dann mit dem neuen Update solltet ihr die Waffenlackierung dann kostenlos bekommen. Wird euch dann wahrscheinlich einfach beim Login in Fortnite freigeschaltet. Ich halte euch gerne auch auf dem Laufenden. Ich wurde halt sehr häufig gefragt jetzt, warum man die noch nicht bekommen hat. Also ja, hier kurz dieses Update dazu mit dem 7.4 Update, was wahrscheinlich auch halt erst runterladen müsst auf eurer Plattform, Konsole, wie auch immer. Und dann viel Spaß mit der Waffenlackierung. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, falls es da noch was Neues zu gibt. Und dann ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüss.